So, das weitere Video zum Thema E-Mail-Betrug. Diesmal geht es um die Telekom und um den Telekom-Login. Man kriegt also hier eine Mail geschickt. Da stehen dann drin Informationen zum besten Tarif. Guten Morgen, Sie haben über Ihren landwirtschaftlichen Kundenbereich eine wichtige SMS erhalten und bla bla bla. Die gibt es in verschiedenste Ausführungen, diese E-Mails. Hier geht es eben um Telekom und irgendwas steht dabei. Sehr viele Leute in Deutschland sind heute mal bei Telekom als Anbieter gemeldet für die E-Mail und deswegen probiert man es. Das erste Problem und was einen sofort auffallen sollte, ist, man wird nicht mit Namen angesprochen. Das zweite, was man da sieht, es ist ein Bild. Es ist keine Grafik, die eingebettet ist in die E-Mail, sondern es ist ein Bild, das eingefügt ist. Und wir schauen uns jetzt auch hier an, was dann passiert, wenn man auf den Link geht. Weil da ist es auch sehr gefährlich, also Zugang hier. Jetzt hat er, kommt man auf eine Seite telekomede.massfürth.shop. Der Rest herunten schaut genauso aus wie bei der Telekom Homepage zum Einloggen. Wer jetzt nicht genau nachdenkt und sagt, ja, passt schon, ich bin bei der Telekom gelandet, der gibt jetzt alles ein, der gibt seinen Namen ein, der gibt sein Passwort ein, geht auf Login, wird nachher noch gefragt, ob er das sichern soll, wie immer. Jetzt wird noch gefragt, nach die Kontakt nach die Daten der Kreditkarte. Viele sagen jetzt, ja, okay, das wird schon passen, weil die Telekom fragt mir jetzt einfach zur Sicherheit nochmal alles ab. Jetzt gibt man es ein und dann passiert nämlich wieder Folgendes. Wenn alle Daten eingegeben sind, dann geht man auf Weiter. Schauen wir uns nochmal, wo wir das an. Telekom.de, massfert.job. Und jetzt geben wir es ein. Bestätigen das Ganze, gehen auf Weiter und sind wir auf der T-Online-Seite. Das passiert natürlich auch, wenn man auf T-Online geht, dass man auf die T-Online-Seite kommt, aber man ist nicht mehr auf der Seite, wo man seine Mails abruft. In dem Moment hat man seine Daten dem Gauner gegeben. Also auch in diesem Fall bei Mails von der Telekom, die nicht mit Namen genannt werden, wo man nur mit Hallo oder sehr geehrter Nutzer angesprochen wird. Finger weg. Danach schauen, wenn man auf den Link geht, ist oben in der Browserzeile wirklich die Adresse der Telekom zu sehen oder irgendeine andere. In dem Sinn, schönen Tag, aufpassen und vorsichtig sein. Pfiat euch.